Die Halterung für Haptix Controller Frames sind endlich da, die wurden ja extra für uns entwickelt. Dann lasst uns die mal auspacken. Als erstes haben wir hier den für den Scuff Controller, den hakt man hinten dran und dann klipst man den so fest, dass es dann auch alles, was man von vorne so sieht. Als nächstes haben wir dann die Halterung für den Rocket Controller. Seid auf das nächste Update im nächsten Video gespannt.